Partner, liebe Gäste in den VIP-Räumlichkeiten. Es war schwer, ihn loszueisen aus der Kabine. Da ging ordentlich was ab heute nach dem Sieg gegen 1860 München. Aber jetzt ist er bei uns und er hat sich erstmal, glaube ich, einen richtig warmen Applaus hier verdient. Chancy Makala, unser Doppeltürschütze. Danke, 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 danke. Chance, was für ein Spiel von euch hier heute auf dem Rasen. Erinnerst du dich an unser Gespräch nach dem Spiel gegen Ferl? Da habe ich zu dir gesagt, jetzt fehlt bei dir endlich mal wieder ein Treffer. Und heute gleich zwei. Ja, aber sah gut aus auf dem Platz. Ja, sah gut aus. Also natürlich als Stürmer nehme ich mir das natürlich vor. Es ist mir heute gelungen und ja, ich bin sehr froh darüber. Ne? Ja, und das Salto nach dem zweiten Tor, studiert, einstudiert, hast du das so gewollt? Ja, habe ich schon damals seit der Kindheit, deswegen passt das. Okay. Ihr habt euch den Sieg ja heute hart erarbeitet, seid gut reingekommen in die Partie und dann kam 60 München. Du hattest davor noch zwei richtig gute Möglichkeiten und im Gegenzug fehlt es 1-0 für 60. Verzweifelt man da auf dem Platz? Ja, man muss einfach weitermachen und stark bleiben und geduldig sein und am Ende belohnt man sich dann. Ne? Ja, aber das hört sich jetzt so einfach an, aber das ist es nicht, oder? Nee, das auf keinen Fall. Keinen Fall. Was hat der Trainer in der Kabine zu euch gesagt? Ihr habt ja dann den Ausgleich noch geschafft, dann seid ihr reingegangen, das Publikum war ja auch da. Was hat er zu euch gesagt? Wie sollt ihr weitermachen? Nee, sehr, sehr motivierende Worte, die uns gepusht haben. Und ja, untereinander pushen wir uns auch nochmal. Und ja, wir wollen dann einfach so ein Spiel gewinnen und so ein Spiel halt drehen. Und das ist uns halt gelungen. Und ja, ich bin sehr froh darüber. Du bist jetzt so ernst, aber eigentlich bist du ja ein total lustiger Typ. Ich darf das, glaube ich, sagen. Wie würde dein bester Freund dich charakterisieren? Viele kennen dich hier noch gar nicht. Du bist ja neu seit dieser Saison beim VfL. Was würde so dein bester Freund oder deine Freundin über dich sagen, wenn sie dich charakterisieren würden? Lustig, nervig, ganz entspannter Typ. Also ja, mir kann man sehr viel Spaß haben und ja, das würde ich jetzt so sagen. Ich finde, das hat man gesehen. Nach dem Spiel hast du vor der Ostkurve getanzt. Was war das? Klär uns mal auf. Das war so ein Vierer-Tanz, den habe ich da gesehen. Was ist das? Was hat das für einen Hintergrund? Ja, das ist ein Jubel von Aaron Junior und mir halt. Und ja, beim nächsten Mal werden wir den dann besser einstudieren und einführen. Ja, das sah noch nicht ganz so reif aus, das fand ich auch. Ja, müsst ihr noch ein bisschen kann man arbeiten. Ja. Aber das sehen wir vielleicht dann noch ein paar Mal hier an der Bremer Brücke. Wie wichtig war es heute für euch, diesen Heimsieg auch vor diesen Fans zu ziehen? Du hast eben zu mir gesagt, ja, diese Fans haben es einfach so verdient, drei Punkte zu bekommen. Wie wichtig war euch das als Mannschaft? Ja, wie gesagt, die Fans haben es verdient, auch wir haben es verdient. Wir haben hier klasse Leistung gezeigt im eigenen Stadion, haben uns nicht dafür belohnt. Heute ist es uns gelungen und ja, drei Punkte und auf dem zweiten Tabellenplatz, das ist top. Wie war das Gefühl auf dem Zaun? Beschreib mal. Auch unbeschreiblich. Sehr geil mit den Fans. Was soll ich sagen? Einfach geil. Aber das musst du auch nochmal üben, ne? So ganz so souverän kam das noch nicht mit der Humba. Das wird schon, das wird schon. Ja. Ich nehm dich jetzt beim Wort, weil das heißt ja, dass du quasi noch ein paar Mal in die Saison für uns netzt. Hast du dir selber so ein Ziel gesetzt? Du kommst ja aus Rödinghausen, was der ein oder andere vielleicht auch hier weiß, aus der vierten Liga zu uns. Mhm. Hast in 38 Spielen nach 14 Tore erzielt. Ist das die Marke, die du jetzt auch bei uns anstrebst? Drei hast du schon? Ja, definitiv habe ich meine eigenen Ziele, die ich dann auch für mich behalte. Ich möchte natürlich jedes Spiel, wenn es geht, immer treffen, immer einen Assist geben und das nehme ich mir halt für jedes Spiel vor. Okay, das kriege ich nicht raus, ich sehe schon. Dann lass mich mal daran teilhaben oder uns daran teilhaben. In der Kabine gerade lief Schlagermusik. Dein Ernst? Mein Ernst nicht, aber... Also wenn es läuft, dann läuft's. Dann fühle ich auch die Musik mit den anderen. Ja. Dann lass den anderen mal erstmal den Vortritt. Aber sonst, ja... Höre ich ja Hip-Hop, R&B, aber Schlager geht auch. Aber jetzt mal ehrlich, wer bestimmt dann die Musik nach dem Spiel? Ist das der Kapitän? Also ich glaube, Heidi hört gerne Schlager, das wissen wir, aber ist ja dann auch derjenige, der sagt, hier läuft jetzt Ballermann-Mucke? Also wenn ich will, setze ich mich durch, aber mir ist es völlig wurscht. Also, ja. Okay, dann wissen wir, wozu du in der Kabine nicht tanzt, wobei so ein bisschen bewegt hast du dich da geradeaus. Auch, das habe ich gesehen. Ja doch, wie gesagt, wenn die Musik läuft, dann tanze ich einfach mit und fühle sie auch.
Was hast du noch für Hobbys? Lass uns mal dran teilhaben. Du sagst gerade schon, ein bisschen lustiger Typ, offen, auch mal ganz witzig. Bist du auch derjenige, der die Späße macht in der Kabine? Es gibt ja immer so einen Klassenclown. Hm. Ja, der bin ich jetzt nicht so wirklich. Mhm. Also das können die anderen besser beurteilen als ich. Fragen wir Hako. Hako, was sagst du? Wer ist der Klassenclown bei euch? Er sagt. Okay, es ist nicht Chance, wie wir sehen. Okay. Was hast du sonst für Hobbys? Hast du dich in Osnabrück schon eingelebt? Wie geht's dir in der Stadt? Wie fühlst du dich wohl? Ja, ich habe ja letztes Jahr schon in Osnabrück gewohnt, habe mich super eingelebt hier in der Stadt. Was habe ich noch für Hobbys? Arbeiten, arbeiten, arbeiten. An dir selber, am Sport? Am Sport, Business-Sachen, Zocken. Mhm. Alles drum und dran. Was zockst du? Call of Duty, FIFA. FIFA, okay. Hm. FIFA, mit welcher Mannschaft spielst du dann? Unterschiedlich. VfL Osnabrück. Ja, danke. Ja. Richtige Antwort. War nicht abgesprochen übrigens. Okay. Jetzt habt ihr den zweiten Tabellenplatz euch erarbeitet, habt ihn gehalten. Ist das Ziel, dass ihr sagt, so, jetzt sind wir auf dieser Position, die lassen wir uns nicht mehr nehmen? Das ist ganz wichtig. Natürlich wollen die Zuschauer hier oder ja gerade die VIP-Gäste natürlich auch wissen, ist das so das Saisonziel für euch? Ja, die wollen wir uns definitiv nicht nehmen lassen. Also wir wollen das schon halten. Also erster Platz wäre natürlich das Beste. Wir arbeiten Step by Step und wollen jedes Spiel einfach gewinnen, 3 Punkte holen und dann schaut man. Okay, und der Team Spirit, kannst du da noch was zu sagen? Weil es ist, wird ja immer auch davon gesprochen, dass gerade die Spieler, die von der Bank kommen, und du warst ja auch mal Einwechselspieler nach deiner Verletzung, ein bisschen hinten dran, musstest dich erst wieder ins Team reinarbeiten, auch in die Startelf. Ist das so eine Philosophie, dass ihr auch spürt auf dem Platz, egal wer reinkommt, der verbessert auch nochmal oder setzt nahtlos an? Ist das auch eine Qualität, ein Teamgeist, den ihr zusammen weiterentwickelt? Da stimme ich dir vollkommen zu, genauso wie du es gesagt hast. Jeder Spieler ist wichtig. Egal ob du von Anfang an spielst oder auf der Bank sitzt, jeder ist extrem wichtig für die Mannschaft. Und das ist so ein Spirit, den wir haben. Und so ist das halt, ne? Jetzt habt ihr Länderspielpause, 14 Tage Pause. Ein bisschen trainieren werdet ihr natürlich, ist wichtig, weil ja auch eine wichtige Auswärtspartie jetzt anspielt in Mannheim. Was machst du dann? Fahrt ihr weg ein paar Tage, du und deine Freundin? Verbringt ein bisschen Zeit für euch oder trainierst du alleine weiter? Ja, ein bisschen trainieren natürlich. In die Heimat, nach Köln, zu der Familie. Ja, mit der Familie einfach Zeit verbringen und Freunde sehen. Einfach ganz entspannt. Wie wichtig ist die Familie? Sehr wichtig, wie es, glaube ich, bei jedem hier so ist. Die sind auch bei jedem Spiel, glaube ich, hier, ne? Ja, doch. Mhm. Okay. Dann wünschen wir dir eine ganz tolle Zeit, Chance. Ganz lieben Dank nochmal für deine beiden tollen Tore heute. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal einen Applaus wert. Und dann schicken wir euch mit ganz viel... Dankeschön, danke. Mit ganz viel Applaus und Spirit danke, in die Länderspielpause und viel Erfolg beim Auswärtsspiel in Mannheim. Dankeschön. Merci. Danke.